Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Reihenvorstellung. Ja, ich habe den dritten Band, also den Abschlussband einer Reihe gelesen und wie ihr auch im Titel schon seht, geht es um Scholomance von Naomi Novik, einer von mir heißgeliebten Reihe, die auch mit dem dritten Band sehr überzeugen konnte. Und genau deswegen sitze ich auch hier und möchte euch das Ganze jetzt zeigen. Also, Band 1 heißt Tödliche Lektion und sieht so aus. Ich finde, die Bücher sind auch einfach total passend zur Weihnachtszeit. Dann haben wir Band 2, der heißt Der letzte Absolvent. Der sieht so aus. Im Nachhinein auch ein ziemlich passender Untertitel eigentlich. Und Band 3, der kam jetzt ganz frisch raus, den habe ich dann auch natürlich direkt gelesen. Wie sollte es auch anders sein? Die goldenen Enklaven, ne? Ja, die goldenen Enklaven. Auch der wunderschön, finde ich. Ja, natürlich werde ich jetzt nur einen kleinen Einblick in den ersten Band geben, weil alles andere, ja, würde nur spoilern. Also, im ersten Band geht es um Galadriel, die wir eigentlich in allen drei Bänden als Hauptprotagonistin verfolgen und aus deren Perspektive wir lesen. Galadriel wird auch kurz El genannt und ist eigentlich eine junge Frau, die sich so ein bisschen als Einsiedlerin und auch als Einzelkämpferin durch das Leben an der Scholomance schlägt. Die Scholomance hier ist ein besonderer Ort, der erschaffen wurde, um jungen Hexen und Zauberern die Möglichkeit zu bieten, relativ geschützt, zumindest geschützter als in der Außenwelt oder in der echten Welt, ja, magische Fähigkeiten zu erlernen. Das Besondere an der Scholomance ist, dass sie auf eine besondere Art gebaut wurde. Das heißt, sie besteht aus Mechanik, wird aber betrieben aus Magie und befindet sich in einer Art andere Dimension. Das heißt, am Tag der sogenannten Einziehung, wenn man in diese Schule kommt, wird man auf magische Weise in diese Welt teleportiert, in diese Parallelwelt würde ich jetzt fast sagen, oder in diese Tasche, die in Zeit und Raum reingerissen wurde, wo die Scholomance sich eben befindet. Und dann muss man dort ums Überleben kämpfen. Und das ist auch im Prinzip das Gefährliche an der Schule, denn überall in dieser Schule gibt es Monster. Weniger als in der echten Welt, aber dennoch sind sie da und dennoch sorgen sie auch jedes Jahr dafür, dass ganz viele Kinder sterben. Also Schülerinnen und Schüler. Und Elle hat sich so ein bisschen einen Plan zurechtgelegt, wie sie diese Jahre hier überstehen kann, wie sie möglichst viel Wissen ansammeln kann und hält sich eigentlich auch von anderen Leuten eher fern, weil sie eine sehr, ja, irgendwie auch pessimistische Person ist, die destruktiv sein kann, die generell auch ein bisschen mehr zu Zerstörung als dazu neigt, total liebevoll zu sein, egal ob jetzt zu sich oder auch zu anderen, die auch ein dunkles Geheimnis hat, denn sie ist heimlich eine Malefizerin. Und Malefizer sind im Prinzip geborene Hexen oder Zauberer, die auch, ich nenne es mal, dunkle Magie aus anderen Lebewesen beziehen können. Das heißt, wir haben Mana, das wird auf gute Art generiert, also so eine Art gute Magie, die erzeugt wird aus zum Beispiel Betreibung von Sport, aus Häkeln, aus allem, was im Prinzip auch Kalorien verbrennt, würde ich jetzt fast mal sagen. So, ja? Auch Denken kann natürlich Mana erzeugen, wenn auch weniger. Und Malia, das ist quasi der dunkle Gegenpart dazu, wird aus Lebensenergie gesaugt. Und zwar aus aller Lebensenergie, die überall ist. Das heißt, sie kann aus anderen Mana herausziehen, aus anderen Menschen, die damit sogar töten. Und das macht natürlich auch ihre Gefährlichkeit aus. Das ist eine angeborene Gabe, die man so nicht unbedingt bekommt, die man aber auch bekommen kann, wenn man sich sozusagen, ich nenne es mal, der dunklen Seite zuwendet. Und gerade in Bezug auf Elle gibt es von einer großen Seherin eine Prophezeiung, dass sie eines Tages dafür zuständig sein wird, alle Hexen und Zauberer und deren Enklaven, dort wo sie halt in der echten Welt leben, die aber ein bisschen so gemacht sind von der Art, wie diese Zeittasche, in der auch die Scholomance sich befindet, dass sie diese Orte der Zuflucht zerstören wird. Und das ist natürlich eine sehr grausame Prophezeiung, der sie irgendwie zu flüchten versucht, zusammen mit ihrer Mutter, die so eine ganz liebevolle Heilerin ist, die auch ein bisschen so den Gegenpol zu Elle darstellt und die immer an ihre Tochter geglaubt hat. Und so kämpft halt sie mit dem Wissen, dass ihre Mutter immer an sie denkt, gegen dieses Böse in sich, sage ich jetzt mal. So, und im Grunde geht es im ersten Band darum, wie Elle sich an der Schule schlägt, was für Verbindungen bzw. was für Allianzen sie vielleicht schließt, auch im Hinblick auf den nahe rückenden Abschluss, denn sie ist hier, glaube ich, in der vorletzten Klasse oder vorletzten Klassenstufe, die man hier haben kann. Wie man dort lernt, auf welche Art und Weise diese Schule auch funktioniert und wie sie aussieht. Unterstützend dazu gibt es dann gerade in jedem Band eigentlich am Anfang eine Skizze über die Scholomance im Querschnitt, finde ich wunderschön gemacht. So sieht diese Schule aus. Und man sieht schon ganz schön, es gibt verschiedene Ebenen und jede dieser Ebenen
dreht sich im Grunde. Und mit jedem näher rückenden Schuljahr gerät man dann eine Stufe weiter runter. Also es ist quasi Ziel, unten im Festsaal zu landen, durch den Festsaal zu gehen. Dort ist dann der Ausgang und eben auf die Art und Weise seinen Abschluss zu machen. Per Definition einfach, aber im Grunde eine tödliche Lektion, so wie auch der Untertitel, weil sehr, sehr, sehr viele, und das ist der größte Anteil an Schülern, während ihrer Abschlussprüfung sterben. Denn im sogenannten Festsaal, also diesem Saal, wo es dann zum Ausgang rausgibt, wimmelt es eigentlich nur von übernatürlichen Monstern. Die haben hier ganz unterschiedliche Namen, aber einer der schlimmsten oder das schlimmste Monster, das in dieser Welt existiert, ist das sogenannte Schlundmaul. Und dieses Schlundmaul verschlingt eben alle möglichen magisch begabten Menschen. Das heißt, normale Menschen sind davon ausgenommen. Auch hier sind die Magier und die Hexen nicht bekannt in der normalen Menschenwelt, nenne ich es jetzt mal, weil sie eben auch keine Gefahr droht vor diesen Schlundmäulern. Doch wenn man an eines dieser Schlundmäuler gerät, wird man darin aufgesogen und muss für immer tödliche Qualen leiden. Und zwar immer und immer wieder. Und man kann auch nicht sterben. Und das ist eigentlich so das schlimmste Schicksal, was sich jemand in dieser Welt vorstellen kann, von einem Schlundmaul verschlungen zu werden, sozusagen. Ja, und ob Elle dann irgendwann ihren Abschluss schafft, wie diese Enklaven außerhalb dieser Schule aussehen, was für andere Schülerinnen und Schüler aus aller Welt, also es ist die einzig weltweite Schule, die so existiert, dort sind und wie die zum Beispiel auch sich in Allianzen verstrickt haben und all das, darum geht es im ersten Band. Aber auch darum, dass es eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Monstern zurzeit in der Schule gibt. Mehr als üblicherweise, denn diese Schule wird normalerweise jeden Abend, jede Nacht gereinigt mit so einer Art magischen Feuer, das durch diese ganzen Schulflure und größeren Bereiche durchprescht, sage ich mal. Nicht jedes Monster wird dadurch getötet, aber doch einige und irgendwie scheint diese Funktion ausgefallen zu sein. Ja, ich würde an der Stelle davon absehen, Band 2 oder 3 noch ein bisschen anzuteasern. Ich kann euch aber schon mal sagen, ganz, ganz grob, in Band 2 geht es um den Abschluss, den Elle und irgendwie auch ganz, ganz viele andere Schüler an dieser Schule machen möchten. Es geht auch darum, dass so eine Art Revolution stattfindet und im dritten Band reisen wir ganz viel in unserer echten Welt. Also da sind wir auf der Welt, die wir sie kennen und wir reisen dort nach New York City, nach Mumbai, nach Dubai, nach London. Und lernen dort ganz viele unterschiedliche Enklaven kennen und auch, was eigentlich außerhalb der Scholomance passiert. Denn in Band 1 und 2 sind wir eben vermehrt in dieser Schule, eigentlich nur an dieser Schule, ne, bis sie den Abschluss macht. Und haben dann plötzlich nochmal eine ganz andere Welt, die sich komplett im dritten Band eröffnet, was ich persönlich mega toll fand. Ich liebe hieran allen voran die dunkle Stimmung. Es ist wirklich kein Buch, dass ich jedem Jugendlichen irgendwie oder jeder erwachsenen Person an die Hand geben würde. Es wurde ein bisschen als Jugendbuch vermarktet, ist meiner Meinung nach aber eher was für Leute, die vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung Horror gehen, weil es doch eine Schule ist, in der sehr viele Kinder sterben, in der sehr grausende Dinge passieren, in der man ständig so eine getriebene Atmosphäre hat, die sehr dicht ist, weil man weiß, hinter jeder Ecke lauert nicht nur einer dieser Monster, sondern auch jemand, der gefühlt einen vielleicht sogar ausschalten möchte, weil auch die Schüler ja, bekämpfen sich hier auf sehr brachiale Art und Weise gegeneinander, um halt die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, in einer der größeren Allianzen einzusteigen oder auch selber irgendwie zu überleben in einer gewissen Situation. Und das macht die ganze Atmosphäre auch sehr horrormäßig, würde ich sie fast nennen. Ja? Also man hat immer Angst, man muss sich immer auch mit Elle über jede Schulter erspähen, ob da nicht jemand ist, der einem irgendwie nichts Böses, nichts Gutes will. Aber es gibt natürlich auch Lichtpunkte in dieser dunklen Welt. Auch das ist wieder das Schöne daran. Es beginnen sich so ganz zarte Freundschaften zu entwickeln und auch ein bisschen eine kleine Liebesgeschichte, sage ich mal. Die beiden Freundschaften schließt sie mit zwei jungen Frauen, die auch mehr oder weniger besondere Talente haben. Jede Person oder jeder Schüler oder jede Schülerin hat hier besondere Talente, die zum Beispiel das Verarbeiten von Metallen betrifft, die das Spielen von Instrumenten betrifft, die das Zusammenmischen von Chemikalien betrifft und so weiter. Und mit solch zwei besonderen Freundinnen oder zwei besonderen Menschen freundet sie sich dann an. Dann haben wir noch Orion, das ist die Person, auf die sich die Liebesgeschichte ein bisschen bezieht, denn die beiden haben eine ganz besondere Art der Kommunikation. Die schreien sich, oder schreien sich ist übertrieben, aber sie keifen sich eigentlich die ganze Zeit an. Orion ist eher so ein ganz weicher, fürsorglicher, lieber Charakter, der immer auch dafür sorgt, dass es den Menschen oder den Schülern, die ihm auf dieser Schule begegnen, gut geht. Also er verteidigt sie gegen die Monster, er versucht ihnen zu helfen und so weiter. Er hat so ein richtig krass Helfer-Helden-Syndrom. Und Elle ist halt das komplette Gegenteil. Sie schätzt überhaupt keinen
deut um irgendwelche anderen Leute. Und diese beiden Welten krachen halt aufeinander. Und das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann beide auch ein bisschen so ihre Position überdenken, aber natürlich auch ihren Charakteren treu bleiben. Auch das ist so eine tolle Sache. Ich finde es gut, dass Elle nicht einfach komplett weich geworden ist durch diese Reihe, sondern sie hat sich ihren harten Kern beibehalten und hat trotzdem aber festgestellt, dass ihr andere Menschen halt irgendwann am Ende des Tages natürlich auch wichtig werden. Ist ja klar, man braucht ja auch ein bisschen Charakterentwicklung. Aber sie ist halt trotzdem sie selbst, so wie sie am Anfang war. Und das finde ich halt mega gut. Also auch das ist so ein Kompliment, das so am Anfang der Geschichte angefangen hat, sich aber durch im Prinzip alle drei Bände zieht. Dann fand ich es auch einfach super spannend und mal wirklich was komplett Neues, wie diese Schule gemacht wurde. Nicht nur an welchem Ort und in welcher Zeit diese Schule ist, obwohl man sagen muss, die Zeit vergeht genau parallel zu der Zeit in unserer Jetztzeit, in diesem Zeit- und Raumkontinuum, nenne ich es jetzt mal. Aber doch ist es ein riesiges magisches Konstrukt, das total gut durchdacht ist, das ganz viele Feinheiten aufweist. Es gibt die Bibliothek, es gibt zum Beispiel auch autonome Lernplätze. Das heißt, wenn Schüler hier was lernen wollen, dann gibt es dort keine Lehrer. Es gibt niemanden, der sie betreut. Sie sind komplett auf sich alleine gestellt und lernen quasi nur durch die Schule. Also die Schule fordert sie zum Beispiel auf, zu verschiedenen Veranstaltungen zu gehen. Die Schule macht die Lehrpläne für sie. Und es gibt da auch ganz viele unterschiedliche Dinge. Es gibt zum Beispiel sowas wie einen Schulkurs für arabische Zaubersprüche, ja? Oder es gibt einen Schulkurs für einen übernatürlichen Hindernisparcours, der so ein bisschen gestaltet ist wie, keine Ahnung, chinesische Landschaften. Also das ist auch sehr international gefasst, weil eben auch ja, Schüler aus aller Welt sich in dieser Schule treffen und dabei auch natürlich Kulturen aufeinander prallen. Also da hat, finde ich, Naomi Novik auch so auf sehr subtile Art und Weise es geschafft, diese verschiedenen Menschen und jungen Menschen, die da aufeinander prallen, gut miteinander ja in Interaktion gehen zu lassen. Ohne dass sie aber auch natürlich so ihre Eigenheiten und auch ihre Küche, ihre Verhaltensweisen, ihre Enklaven und was auch immer aufgeben. Also es war so ein richtig buntes Potpourri und auch das war nochmal so ein bisschen Kontrast zu dieser doch sehr grausamen Schule. Gleichzeitig ist eigentlich Kern und Dreh- und Angelpunkt der Schule, Schüler am Leben zu erhalten. Dadurch oder da zu diesem Zweck wurde die Schule geschaffen und das ist quasi auch ihr inhärentes Ziel, ihr Antriebsmotor. Und deswegen tut die Schule eigentlich nicht immer was Böses für diese Schüler, aber sie kann halt auch nicht komplett verhindern, dass sie zum Beispiel eine Kosten-Nutzen-Abwägung vornimmt. Zum Beispiel, wenn sie jetzt sieht, dass hier ein Schüler von einem Schlundmaul angegriffen wird und auf der anderen Seite, sagen wir mal, 20 Schüler bedroht werden, von diesen magischen Flammen getötet zu werden, dann entscheidet sich die Schule in so einem Dilemma immer für die Mehrheit der Schüler. Das heißt, sie versucht immer, so viele Schüler wie möglich am Leben zu erhalten. Das ist natürlich auch interessant, weil dieses, ich nenne es mal moralische Dilemma, auf eine Maschine übertragen wurde, die da ganz rational handelt. Und zwar immer so die Mehr, also immer zugunsten der Mehrheit und immer zu Lasten der Minderheit oder der wenigeren Schülern oder des leichteren, ich sag mal, Traumas oder der leichteren Beschädigung. Das fand ich auch toll. Es waren so ganz viele Einzelheiten und Kleinigkeiten, die in die Geschichte eingearbeitet wurden und die das Ganze echt komplex, aber doch dadurch wunderbar magisch und groß gemacht haben. So, ich fand auch, wie gesagt, es gibt einen kleinen Liebeshandlungsstrang, den fand ich sehr sweet, der ist überhaupt nicht dominant. Also für alle Leute, die das überhaupt nicht mögen, hier werdet ihr eure helle Freude daran haben, weil es sehr, sehr dezent im Hintergrund gehalten wird und teilweise auch überhaupt nicht auftritt. Das ist nicht Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, ganz und gar nicht. Dreh- und Angelpunkt ist das Überleben und auch im Prinzip das Revolutionieren dieses ganzen Systems, ja, nicht nur der Schule, sondern auch des Systems draußen. Dann fand ich es aber total spannend, weil damit befasst sich Naomi Novik eigentlich noch mehr, herauszufinden, wie Elle Freundschaften schließt. Dadurch, dass sie nie Freunde hatte, dass sie auch jahrelang an dieser Schule überlebt hat, nur indem sie sich um sich selbst gekümmert hat, mit ihren paar Hilfsmitteln, die sie halt bekommen hat. Ist es doch irgendwie interessant zu sehen, wie sie sich dann doch plötzlich für andere Menschen öffnet. Denn das ist auch ein Prozess und das ist kein einfacher Prozess und sie macht da auch wieder Rückschritte. Auch das finde ich dann so irgendwie so authentisch, dass man jemand, der so komplett anti-Menschen ist, ja, und der total distanziert ist und auch sehr, ja, menschenfeindlich fast schon handelt, sich nicht von jetzt auf nachher davon überzeugen lässt, dass es so toll ist, so eine Flower Power Hippie Freundschaftsgeschichte irgendwie da anzubahnen. Das ist, finde ich, auch etwas Realistisches gewesen. Ja, dann hat sie irgendwann auch noch einen kleinen Begleiter, eine kleine Maus, die sie an die Seite gestellt bekommt. Das fand ich mega sweet. Da wurden also auch so winzige Details eingebaut, die irgendwie so herzerwärmend waren, keine Ahnung, aber es hat einfach mir irgendwie gefallen.
Und was auch besonders ist an der Schule, wir haben hier keine opulenten Festmahle, wie man es jetzt aus Harry Potter kennt, und keine Schuluniformen und all das, sondern die Kinder und die Schüler kämpfen wirklich ums Überleben. Das heißt, sie haben oft wenig Kleidung und müssen sich das irgendwie ertauschen mit Manna zum Beispiel. Oder sie haben keine Zahnbürste, sie haben nichts zum Waschen, also keine Seife. Sie haben auch oft kein Essen, das heißt, auch Kinder müssen hier hungern. Und das ist schon auch irgendwie krass, weil das ja eigentlich eine von sehr reichen Enklaven geschaffene Schule ist, die aber ihre Kinder im Prinzip zu einem extrem schlimmen Ort schicken, an dem es wirklich ums Überleben geht. Und zwar in jeder Hinsicht. Und das fand ich schon irgendwie krass. Aber es hat auch Sinn gemacht. Es wird auch erklärt, warum das alles natürlich so ist und warum auch tatsächlich Leute von außen in diese Schule nicht mehr eingreifen können, weil auch niemand, und so war eben auch die magische Konstruktion der Schule gedacht, als Erwachsener zurück in diese Schule zurückkehren kann. Ja. Der zweite Band hat mir so gut gefallen, weil alle an der Schule ein bisschen mehr zusammenrücken und mehr zusammenarbeiten. Das hat ein bisschen eine Aufbruchsstimmung gehabt, aber gleichzeitig hat es dann doch nicht die grausamen Details des ersten Bandes verloren, auch wenn ich sagen würde, dass es ein bisschen heller ist, wie auch immer, also dass die Geschichte dann doch etwas mehr an Hoffnung gewinnt. Und jetzt möchte ich aber noch ein, zwei Worte zum dritten Teil verlieren, denn hier gibt es einen kleinen Kritikpunkt. Trotzdem ist es für mich ein Highlight gewesen. Ja, gar keine Frage, Lesehighlight, Jahreshighlight, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber es gab hier zwei Szenen in diesem Buch, die ich bei Gott nicht verstanden habe. Denn Orion, also der Typ, mit dem Elle dann irgendwann auch verknallt ist und so, ist zu dem Zeitpunkt nicht da. Er ist einfach nicht dort. Und Elle ist aber auf der Suche nach ihm oder möchte etwas für ihn tun, sagen wir es mal so, ja. Und im Laufe dessen ist sie da mit einer anderen Schülerin zusammen und versucht halt, ihren Plan durchzuziehen. Und mit dieser Schülerin dachte ich schon, gäbe es im dritten Band, so ungefähr nach dem ersten Drittel ungefähr, noch mal eine Dreiecksgeschichte. Und ich habe schon so die Augen aufgerissen, dachte so, nee, nee, werde nicht. Ich hatte gerade so viele Dreiecksgeschichten, ich kann es nicht mehr hören. Ich mag ja das Strickmuster überhaupt gar nicht. Und ich habe eigentlich immer zu Büchern gegriffen, von denen ich dachte, es gäbe keine. Und dann tauchte die doch irgendwie so aus dem Hinterhalt auf, was mir echt nie gefallen hat. Aber jetzt habe ich gedacht, ach, bitte nicht in der Geschichte, bitte in jeder anderen Geschichte nicht, aber nicht in Scholomance. Und Tatsache ist aber, dass sich das nicht so entwickelt. Also man hätte es meinen können, aber es ist völlig frei von Liebesdreiecken. Es hat, finde ich, der gesamten Dynamik der Geschichte und auch der Persönlichkeit von Elle einfach noch eine weitere Schattierung hinzugefügt. Ja? Also man weiß einfach dadurch noch ein bisschen mehr über sie. Gleichzeitig haben wir dadurch auch ein bisschen LGBTQIA+-Themen da drin, was ich sehr spannend finde, weil es einfach so mal nebenher mit eingeflossen ist, um dass man so ein Riesending draus machen musste. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich konnte diese kurze Zeit der Irritation überwinden, weil eigentlich hat für mich diese Entwicklung keinen Sinn gemacht. Die war aus der Luft gegriffen, die wurde nicht angeteasert und die war aber auch tatsächlich im Nachhinein dann nicht mehr relevant. Also es gab eben zwei Szenen in dieser Art und Weise und die waren aber völlig out of context, ja, so richtig. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen irritierend, aber jetzt nicht mega schlimm. Ich bin halt nur froh, dass es nicht in diese Richtung gegangen ist. Und das Ende ist tatsächlich anders, als ich erwartet hätte. Also doch irgendwie nicht vorhersehbar gewesen, aber mega gut. Mega, mega, mega gut. Und auch jeder Charakter, der im Laufe der Geschichte wichtig geworden ist, hat so ein bisschen seine eigene Geschichte noch bekommen, sein eigenes Ende und seine eigene Bestimmung oder auch seine eigene Zukunft. Also auch da fand ich es eben gut, dass man am Ende eben auch gemerkt hat, dass jeder einzelne Charakter, sei es egal wie groß oder klein, diese Person war und die natürlich überlebt hat. Naomi Novik wichtig war, da auch nochmal einen Abschluss zu finden. Und das finde ich halt auch, das findet man nicht so oft. Normalerweise geht es halt um die Hauptprotagonisten und die kriegen dann ihr Ende, aber alle anderen, naja, mal mehr oder mal weniger. Und hier wurde sich wirklich um jeden Einzelnen gekümmert, was ich extrem toll fand. Also mein abschließendes Fazit ist, es ist eine wunderbar düstere Geschichte mit leicht romantischen Elementen, aber mit ganz, ganz viel Freundschaft, in der es viel ums Kämpfen geht, in der es auch Horrorelemente gibt, die aber eine ganz eigene Magie aufweist und ganz, ganz besondere Orte, die mit nichts zu vergleichen sind, was ich bisher gelesen habe. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein ganz klares Jahreshighlight und damit natürlich auch eine Leseempfehlung. So, und jetzt bleibt mir wie immer nur noch übrig, euch dazu aufzurufen, mit mir in den Kommentaren zu diskutieren, euch auszutauschen. Habt ihr die Bücher schon gelesen oder nicht? Wenn ja, wo seid ihr gerade? Habt ihr schon den dritten Teil verschlungen, so wie ich, oder nicht? Und ja, wenn ihr vielleicht Scholomance auch gar nicht mochtet, würde mich mal auch interessieren, warum.
Also, ich kann wirklich nichts Schlechtes an dieser Geschichte finden und vielleicht hilft mir da auch irgendwie nochmal eine andere Perspektive. Aber ja, am Ende des Tages bin ich einfach froh, dass mir diese Reihe über den Weg gelaufen ist, dass sie mir so viel Lebens- und Lesefreude bereitet hat. Und genau, ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.